Tennislegende Boris Becker ist wieder über beide Ohren verliebt. Das verknallte Paar zeigte sich nicht nur gemeinsam in Wimbledon, sondern Boris brachte bereits seine neue Freundin Lilian de Carvalho Montero zu einem Familientreffen des Becker-Clans mit. Wie lange die beiden allerdings bereits ein Paar sind, verriet das einstige Tennis-Ass nicht. Doch schon im Sommer 2020 machte das verliebte Pärchen gemeinsam mit Boris Sohn Amadeus Familienurlaub. Damals hatte sich laut Bild Boris Ex-Frau Lilly Becker öffentlich via Instagram darüber beschwert und Lilian mit den Worten "Halt dich von meinem Sohn fern" gewarnt. Wer die neue Frau an der Seite von Boris Becker ist? Lilian ist ehemalige Profisportlerin und arbeitet jetzt in London als Risikoanalystin. Sie wurde Boris von gemeinsamen Freunden vorgestellt. Zudem kommt die 33-Jährige aus einer einflussreichen Politikerfamilie. Fest steht, Lilian hat sich ihre eigene Karriere aufgebaut, bevor sie ihren prominenten Freund kennenlernte. Zudem scheint sie in Boris Beckers Familie inzwischen gut aufgenommen worden zu sein. Boris Becker wollte sich offenbar nicht direkt zu seiner neuen Freundin äußern. Bild entlockte ihm dennoch ein eindeutiges Bekenntnis. Ohne Liebe macht nichts im Leben einen Sinn. Solange man lieben kann und geliebt wird, geht's einem gut, verriet der einstige Tennisstar und Olympiasieger so.